Ich bin aus Länder in Deutschland und ich wohne hier in Deutschland seit 8 Jahren. Und am Anfang meines Lebens hier war für mich die deutsche Sprache ganz, ganz kompliziert. Die deutsche Sprache ist keine einfache Sprache. Trotzdem, wenn die Leute mich fragen, ist die deutsche Sprache kompliziert oder nicht, ich sage immer, die deutsche Sprache ist ganz, ganz einfach. Wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, die Sprache ist kompliziert, kompliziert, dann glaube ich selber daran, dass diese Sprache ganz kompliziert ist. Das ist so, diese Sprache gar nicht lernen kann. Es gibt auf dem Markt viele deutsche Kurse, viele Bücher, viele Online-Kurse, aber warum viele das nicht wirklich schaffen, die deutsche Sprache zu lernen? Ganz, ganz einfach. Ich habe zu mir gesagt, Ahmed, dein Problem ist nicht, dass du das beste Angebot für dich finden kannst. Dein Problem, dass du deine Glaubenssätze noch nicht trainiert hast. Was meine ich damit? Ich habe immer gesagt, ich habe immer gedacht, ich bin so ganz schlecht. Ich bin so, wenn ich jetzt mit Leuten am Tisch sitze und die anderen Deutsch können, dann fühle ich mich so ganz klein. Ach, ich mache so Fehler, wenn die anderen sagen, machen alles perfekt, aber Ahmed, du noch nicht, dann musst du jetzt einfach die Klappe halten. Du musst jetzt gar kein Wort sagen. Und weil ich mich so nicht auf mein Leben fokussiert habe, habe ich immer so gesehen, wie die anderen reden, wie die anderen lernen, konnte ich nie Ergebnisse erreichen. Hier ist es Hauptpunkt. Wenn du jetzt eine Sprache lernst, ja, du hast dein Tempo, du musst deinen Weg selber genießen. Und manche zum Beispiel sagen, ich merke auch die Leute, die bei mir schreiben, sie wollen Arabisch lernen und so weiter. Erstmal sagen, ach, die Sprache ganz kompliziert, das kann ich gar nicht. Ja, manchmal natürlich machen wir Werbungen und wir wecken Interesse auf. Die Leute sagen, ach, die Sprache ist toll und ich möchte in Ägypten wirklich nach Ägypten auswandern und so weiter. Aber mein Problem, ich kann diese Sprache nicht lernen. Und das ist hier wirklich, wirklich so. Wenn du ein bisschen anders sagst, ich kann diese Sprache lernen, aber gib mir Zeit, ich gucke mir etwas gute Methode und so weiter, dann lernst du die Sprache. Wenn ich jetzt in Deutschland lebe und sage, diese Sprache ist ganz kompliziert, keiner sagt zu mir dann hier, okay, dann wir befreien dich jetzt, du musst die deutsche Sprache gar nicht lernen. Aber weil hier dann, es gibt ja Motivation, gibt es Gründe, ich muss das machen, dann mein Gehirn auch macht mit und am Ende lerne ich die deutsche Sprache. Für dich auch so. Wenn du jetzt wirklich Arabisch lernen möchtest, schaffst du das auch. Statt zu sagen, Arabisch ist für mich kompliziert, ich habe kein Talent, dann such für dich eine Methode, die dir hilft, dass du dein Ziel Schritt für Schritt erreichst. Ne? Du musst nicht in einem Jahr Arabisch beherrschen, schafft auch keine. Ja? Aber du musst jetzt deine Ziele kleiner machen. Und dann du siehst zum Beispiel, du machst jetzt einen Schritt Erfolge zum Beispiel, ne? Dann machst du weiter so, weiter so, weiter so. Du musst auch nicht wie die anderen dir Arabisch beibringen. Es gibt ja keine Lektion 1, Lektion 2. Ich muss erstmal mit der Schrift beginnen und dann lerne ich zum Beispiel bestimmte Sachen danach. Es gibt keine bestimmte Reihenfolge. Du musst nur lernen, wie man eine Sprache überhaupt lernt, ja? Als ich das kapiert habe, dann konnte ich Ergebnisse erreichen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt so eine Sprachschule anrufe und sage, ich möchte bei euch heute einen Kurs buchen. Und dann kommt der Lehrer rein und dann wir haben ein Buch, Seite 3, Seite 2. Das funktioniert alles nicht. Ein großes Problem, wenn ich Deutsch rede, ich weiß gar nicht, wie man Konjunktiv zum Beispiel ganz so richtig in dem Satz verwenden kann. Es gibt viele, die ich kenne, Araber, die ganz gut können. Und dann sie zum Beispiel sagen, ach Ahmed, warum kannst du das nicht? Und ich sage, ich muss das auch respektieren bei mir. Ich bin ein Mensch, ich kann bestimmte Sachen nicht. Zum Beispiel, ich kann, wenn ich jetzt mit dir rede, ich weiß, wie ich so einen Weg finden kann, dass ich auch so die Wörter finden kann, die mir passen und so weiter. Das heißt, es ist auch hier, wenn du eine Sprache fließend lernen möchtest, ja, musst du jetzt lernen, es geht ja nicht darum, dass du jeden Satz richtig sagst, sondern du hast jetzt eine Fähigkeit, dass du die anderen verstehst und die anderen dich verstehen. Und hier musst du verstehen, es ist nicht peinlich oder es ist zum Beispiel keine Schande, wenn du jetzt Fehler machst. Viele Leute wollen keine Sprache lernen, sie denken jetzt, wenn sie jetzt den Mund aufmachen und wenn sie jetzt einen Fehler machen, boah, das ist peinlich. Das hatte ich auch. Besonders auch, weil ich hier zum Beispiel einen Onkel in Deutschland habe, Cousin und so weiter. Sie reden alle Deutsch besser als ich. Und dann, wenn wir so als Familie uns sammeln, dann war für mich zum Beispiel am Anfang auch ganz peinlich. Ahmed, schau mal, die anderen können das besser als du.
Aber es wirklich geht nicht darum. Es geht darum, so für jede Sprache. Du lernst, wie du einfach die anderen verstehst. Sie verstehen dich und wirklich mach viele Fehler. Und jetzt habe ich gelernt, Ahmed, mach doch Fehler, egal wie du kannst. Ne? Du lernst dadurch. Was ist hier besser? Ich muss jetzt dann meinen Mund einfach so und dann lerne ich gar nichts. Oder ich mache Fehler und ich lerne von meinen Fehlern. Und es gibt viele Leute, die auf der Erde das verstehen. Und Gott sei Dank, dass die deutsche Sprache ganz kompliziert ist. Und die Deutschen verstehen das. Deshalb auch, wenn ich jetzt Deutsch rede oder wenn ich Fehler mache, wie sie verstehen, und das ist auch, die Sprache ist kompliziert, aber sie sagen, okay, aber der Typ gibt ihm Mühe. Und das ist auch so in den arabischen Ländern. Sie werden auch ganz so froh, oder sie werden ganz so froh, wenn du auch mal nur Danke oder Shukran sagst. Und ich empfehle dir, dass du smart beginnst. Und smart beginnen heißt hier, achte bitte auf die Zeit und auf deine Motivation. Beginne einfach mit den Sachen, die Sachen auch, die modern sind oder smart sind. Wirklich, keine Sprachschule vor Ort wird dir helfen. Bitte versteh mich nicht falsch, willst du in eine Sprachschule gehen, mach doch. Es ist natürlich deine Entscheidung und du weißt am Ende, was dir hilft. Aber meiner Meinung nach, damit man eine Sprache schneller lernen kann, es gibt ja zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Zeit und Motivation. Zeit schaffst du nur mit Online-Kursen. Zum Beispiel mit meinem Videokurs Ägyptisch-Arabisch bisschen lernen. Wenn du jeden Tag 3 Videos machst, dann 15 Minuten, schau mal bitte am Ende des Jahres dann, wie viel du geschafft hast. Und du lernst nicht so Videos, die dir keine Ergebnisse bringen. Du wirst lernen, das System der Sprache, wie du redest, das wirst du nicht so in einer Sprachschule lernen. In einer Sprachschule, du wirst erstmal 12 Stunden nur für Schrift verbringen und du weißt gar nicht, ob du hier Hocharabisch oder Dialekt lernst. Und in Ägypten, wir reden kein Hocharabisch, aber dieser Kurs, dieser Videokurs, bringt alles auf den Punkt. Dazu bekommst du ein gedrucktes Buch, ne? Mein gedrucktes Buch dazu als gratis, ja. Und dazu auch bekommst du ein Online-Kino, etwas wie Netflix, damit du auch Spaß haben kannst. Das alles kannst du nicht in einer Sprachschule vor Ort bekommen. Deshalb empfehle ich dir, dass du unter dem Link, du guckst einfach, was ich so für dich als Angebot habe. Schau dir mal bitte auch diese zwei Geschenke für dich. Du buchst den Videokurs, Ägyptisch-Arabisch ein bisschen lernen und bekommst du als Bonus dazu mein gedrucktes Buch und das Online-Kino. Ja? Und bitte vergiss nicht, das ist wirklich nur ein paar Tage und ich muss den Preis erhöhen. Warum einfach? Nicht, weil ich so böse bin, weil das auch meine Arbeit. Ich arbeite jeden Tag daran und ich finde auch, ich möchte auch meine Mühe nicht so umsonst gehen. Deshalb auch gebe ich mir wirklich das Recht, das ist so auch in ein paar Tagen den Preis wieder erhöhen. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Du kannst gerne kommentieren, was ist deine Meinung dazu. Vergiss nicht, Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal. Und wir sehen uns. Vielen Dank, dein Ahmed.